Man kann ja wirklich hier alles machen, ne? Rausgehen, auf dem Schiff selber bleiben, Action, Entspannung, Sauna. Und einfach mal ein bisschen Sonne tanken. Big Player AIDA wirbt mit guten Preisen, einem Rundum-Sorglos-Paket und klimaschonendem Reisen. Doch kaum eine Urlaubsform wird so stark diskutiert wie diese. Tatsächlich schlägt eine Kreuzfahrt da ziemlich heftig zu Buche, was den Klimaschaden angeht. Unsere Redakteurin Julia hakt nach. Wie gut schützt der Anbieter Klima und Umwelt? Welcher gigantische Aufwand steckt hinter den Kreuzfahrten? Und wir checken selbst auf einem Schiff ein. Machen wir hier wirklich einen guten Urlaubsdeal? Bei Deconstructed durchleuchten wir den Kreuzfahrtgiganten. Deutschland ist nach den USA der zweitgrößte Kreuzfahrtmarkt der Welt. Im Jahr vor Corona haben bei uns 3,1 Millionen Menschen eine Kreuzfahrt gemacht. AIDA gilt als die bekannteste Kreuzfahrtmarke. Das Versprechen: faszinierende Orte bereisen, Freizeitspaß und gutes Essen. Doch bevor es für unsere Redakteurin in die Sonne geht, schauen wir erstmal nach Rostock, zum Hauptsitz des Reiseanbieters. Wir sprechen mit Steffi Heinecke, Vice President des Unternehmens. Zum Jahresauftakt verzeichnen wir sehr starke Buchungen und freuen uns, dass wir hier Buchungen auf Rekordniveau haben. Die Menschen haben einfach wieder Lust zu reisen. Ich glaube, insbesondere nach der Corona-Pandemie, wo vieles eingeschränkt war. Das Unternehmen bezeichnet sich selbst als Marktführer. Doch auf dem deutschen Markt gibt es 7 starke Konkurrenten. Die Reederei aber kontert, sie hat die meisten Gästekabinen auf hoher See. Dass Urlaub auf dem Kreuzfahrtschiff heutzutage ein erfolgreiches Geschäftsmodell ist, haben wir Albert Ballin, einem Hamburger, zu verdanken. Er leitet 1886 die Passageabteilung einer deutsch-amerikanischen Reederei. Die Geschäfte liefen nicht gut. Im Sommerhalbjahr buchten Auswanderer zwar eine sogenannte Passage nach Amerika, im Winter aber lagen seine Schiffe im Hafen. Ihm kam eine rettende Idee. Er bot die erste Urlaubsreise mit dem Schiff ins Mittelmeer an. Ballins Umfeld bezeichnete ihn als verrückt. Die Vergnügungsfahrt auf hoher See aber wurde ein voller Erfolg. Und der Kreuzfahrturlaub war geboren. Heutzutage bewegt sich Kreuzfahrt in der öffentlichen Wahrnehmung oft zwischen Urlaubsfreude und Umweltwahnsinn. Ob die Urlaubsform wirklich klimaschädlich ist, klären wir später mit einem Experten. Davor geht es für unser Team erst einmal nach Teneriffa. Unsere Redakteurin will sich selbst ein Bild machen, was an Bord so geboten wird. Was ist drin im Reisepreis? Man soll ja nicht von was reden, was man nicht ausprobiert. Und deswegen gibt es für mich jetzt an Bord. Während unserer Recherche kostet die 7-Tage-Reise knapp 700 Euro pro Person. Dafür gibt's nur die Innenkabine. Will man einen Balkon, sind es etwa 1000 Euro. Die Vorfreude ist groß. Wetter ist super, also kann losgehen. Es ist jetzt tatsächlich meine 23. Kreuzfahrt. Ihr könnt heulen vor Glück eigentlich. Es sind so ein bisschen gemischte Gefühle tatsächlich, weil wir halt noch nie auf so einem großen Schiff gewesen sind. Die AIDA-Flotte besteht aus 12 Schiffen. Die kleinste Schiffskategorie misst etwa 200 Meter. Genügend Platz für über 600 Kabinen. Eine der beliebtesten Reiserouten sind die Kanaren. Auch deshalb wird hier das größte Schiff der Reederei eingesetzt. Es ist etwa 340 Meter lang. Hier gibt's über 2600 Gästekabinen für etwa 5000 Passagiere. Unter der Wasserlinie befinden sich noch mal knapp 9 Meter Schiffsrumpf. Hier liegen Motor, die Kabinen der Crew und die Versorgungsinfrastruktur des schwimmenden Hotels. Gigantische Dimensionen also. Für Julia geht es erstmal auf Zimmersuche. Ich bin gespannt, ob ich es gleich finde. Der Gästebereich ist aufgebaut wie ein XL-Hotel. Hat man den richtigen Gang einmal gefunden, geht's ganz einfach. Okay. Ja, schaut schön aus, muss ich sagen. Kann man sich auf jeden Fall wohlfühlen. Und so auf den ersten Blick hat man auch alles, was man braucht. Ich habe es mir kleiner vorgestellt. Alle Zimmer sind nach einem ähnlichen Schema aufgebaut. Das hier ist eine Balkonkabine mit etwa 17 Quadratmetern. Für 2 Personen ausreichend. Der erste Eindruck auf dem Schiff: lange Gänge.
und viele Freizeitmöglichkeiten. Auf dem Schiff gibt es 17 Restaurants, genauso viele Bars, 6 Pools, 3 Wasserrutschen, Fitness- und Entertainment-Bereiche. Wer bucht, bekommt eine Vollpension. Aber wie sieht es mit den Getränken auf so einer Reise aus? Muss ich für die Getränke hier bezahlen oder sind die inklusive? Das kommt darauf an, ob Sie ein Getränkepaket haben. Ah, okay. Ah, das ist eine normale Karte. Das wird was kosten. Okay, also hier bezahle ich mein Getränk extra, denn ich habe kein Getränkepaket gebucht. Und dann heißt es Karte vorzeigen und bezahlen. Das Getränkepaket mit Alkohol kostet etwa 25 Euro pro Tag und muss für die komplette Reisedauer gebucht werden. Nur während der Essenszeiten sind Getränke in ein paar Restaurants inklusive. Für wen lohnt sich so eine Flatrate? Für die Gäste oder die Reederei? In Hamburg treffen wir Matthias Mohr. Er ist der bekannteste Kreuzfahrt-YouTuber Deutschlands. Getränkepakete sind ein Mittel eigentlich der Reederei, um mehr zu verdienen, weil die müssen jetzt nicht dir 50 Mal auf einer Reise ein Getränk verkaufen. Um mit dem Geschäftsmodell Kreuzfahrt über Jahrzehnte hinweg erfolgreich zu sein, musste die Reederei in der Vergangenheit mutige strategische Entscheidungen treffen. Ursprung ist die ehemalige Staatsreederei der DDR. Sie stellt sich nach der Wende neu auf. Erst Anfang der 90er Jahre entschied man, es braucht ein lockeres Funship-Konzept. 2003 wird AIDA eine Marke des Unternehmens Carnival, dem größten Kreuzfahrtanbieter der Welt. Die Schiffe fahren allerdings unter italienischer Flagge, denn sie unterstehen der Reederei Costa. Die betreibt 2 Marken, AIDA Cruises und Costa Kreuzfahrten. Das Unternehmen AIDA ist Arbeitgeber von weltweit 17.500 Menschen. 1.500 davon arbeiten gerade hier auf diesem Schiff. Es ist Essenszeit. Im Preis inbegriffen sind vor allem die Selbstbedienungsrestaurants. Auf einer 7-tägigen Kreuzfahrt kalkuliert der Reiseveranstalter für das ganze Schiff 900 Kilo Nudeln, 12 Tonnen Gemüse und 4.600 Kilo Hähnchenbrust. Ich weiß gar nicht, was ich nehmen soll. Hier gibt es wirklich alles und davon sehr, sehr viel. Neben den Buffets gehören auch schickere Restaurants und Live-Cooking-Events zum Konzept. Solche Zusatzleistungen sind eine wichtige Einnahmequelle für den Veranstalter. Trotz der Extrakosten sind gerade diese Events beliebt. AIDA hat sicherlich einen Fokus so auf Entertainment, auf eine besonders lockere Atmosphäre. Ist es halt perfekt auf den deutschen Gast ausgerichtet. Das heißt, es bedeutet, ich kann, wenn ich möchte, in der Karibik auch abends einen Schnitzel bekommen. Um das zu ermöglichen, setzt man auf eine zentrale Logistik. Und so kommen 80% aller Lebensmittel an Bord aus diesem Hamburger Lagerhaus. Pro Schiff gibt es hier eine eigene Regalreihe. Die Bestellungen werden in Containern verschickt. Die Lebensmittelqualität ist deshalb weltweit gleich. Ein weiterer Grund für den Standard auf dem Schiff, die Mitarbeiter. Man arbeitet ja mit Arbeitskräften aus Ländern, die mit günstigeren Löhnen arbeiten. Und dementsprechend habe ich da so wahnsinnig viel Personal. Die Mitarbeiter kommen zu einem großen Teil von den Philippinen. In der Hauptstadt Manila besuchen sie ein Ausbildungszentrum für Crewmitglieder. Nach der monatelangen Ausbildung müssen sie eine Prüfung ablegen. Ist die bestanden, geht's aufs Schiff. Für die deutsche Kreuzfahrtmarke arbeitet Joma 10 Monate im Jahr auf dem Schiff. Die Wäscherei ist sein Arbeitsplatz. Hier fallen täglich Tonnen an Wäsche an. Den Arbeitsplatz unter Deck hat er auch aus finanziellen Gründen gewählt. Im Vergleich zu den Philippinen verdiene ich hier viel mehr. Wie viel genau, verrät Joma nicht. Aber es ist schnell 4-mal so viel wie das Durchschnittseinkommen zu Hause. Dafür muss er täglich über 10 Stunden arbeiten. Alle Mahlzeiten isst er mit seinen Kollegen gemeinsam. Im schiffseigenen Crew-Restaurant. Das Essen für uns ist großartig. Es gibt alles Mögliche. Deutsches Essen, Chinesisch, Indisch und sogar Philippinisch. Du kannst dir nehmen, was du willst. Insgesamt arbeiten 60 verschiedene Nationen an Bord. Das Buffet kommt nicht aus der Passagierküche, sondern wird gesondert zubereitet. So luxuriös wie bei den Gästen ist das Essen hier unten nicht. Joma erlaubt uns einen seltenen Einblick in seine Kabine. Auf gerade mal 6 Quadratmetern lebt er hier mit einem weiteren Kollegen. Ich fühle mich hier wie zu Hause und sehr wohl. Es ist alles super. Ich habe mein eigenes Bad, fließend Wasser und eine Dusche. Mehr brauche ich nicht.
Jomar fehlt vor allem eines: seine Ehefrau und seine Kinder. Sie leben auf den Philippinen. Ich vermisse meine Familie wirklich sehr. Aber ich mache das alles für sie, um für sie zu sorgen. Was ihn antreibt, ist die Zukunft seiner Kinder. Die Jobs an Bord sind beliebt, denn sie sind eine sichere Einnahmequelle. Klar ist, die Mitarbeiter hier gehören zum Konzept Kreuzfahrt genauso dazu wie die Gäste. Mit welchem Gefühl ist unsere Redakteurin mitgefahren? Ja, das Konzept hier ist Urlaubsfreude zu Geld machen und das macht man hier an Bord wirklich gut. Preis-Leistung stimmt. Wenn ihr mich fragt, ob ich wirklich mit komplett reinem Gewissen an Bord war, muss ich ehrlich sagen, nein. Denn ich mache mir schon Gedanken über die Umweltproblematik. Macht sich Julia zu Recht Sorgen? Zurück in Hamburg trifft sie sich mit Sönke Diesener vom Naturschutzbund NABU. Er ist Experte auf dem Gebiet zukunftsfähige Mobilität. Tatsächlich schlägt eine Kreuzfahrt da ziemlich heftig zu Buche, was den Klimaschaden angeht, zusammen mit der Anreiseform, muss man sagen. Also aufs Fliegen verzichten hilft sehr, sehr viel. Mit Hilfe von Online-Tools rechnet der Experte aus, dass eine Woche Kreuzfahrt auf einem konventionellen Schiff in Europa pro Person etwa 2 Tonnen CO2 freisetzt. Fast dreimal so viel wie eine vergleichbare Flugreise. Wie geht das Unternehmen damit um? Wir als Unternehmen befassen uns mit dem Klimathema nicht nur, weil es in aller Munde ist, sondern weil es natürlich auch unser Geschäft und unsere strategische Bedeutung unterstützt. Denn wir sind auf den Meeren dieser Welt unterwegs und wir wollen diese Natur intakt halten. Doch wird wirklich was getan? Das Unternehmen wirbt mit Green Cruising, klimafreundlichem Reisen. Nur ein Marketing-Slogan oder echter Umweltschutz? Auf einem Schiff der Reederei werden zurzeit 3 Maßnahmen getestet. Und die nehmen wir mal genauer unter die Lupe. Das schwimmende Hotel kann, theoretisch, komplett emissionsfrei zur See fahren. Regelmäßig liegt es im Hamburger Hafen. Christian Rosenthal ist hier der Chefingenieur. Hallo, herzlich willkommen an Bord von Aria Prima. Noch befindet sich alles in der Testphase. Ein langwieriger und teurer Prozess. Man würde gerne auf umweltschädliche Kraftstoffe verzichten. Deshalb wird hier zurzeit Biokraftstoff aus regenerativen Erzeugnissen wie Abfällen aus der Landwirtschaft getankt. So könnte bis zu 75% schädliches CO2 eingespart werden. Eigentlich. Die Verfügbarkeit von Biokraftstoff ist sehr gering. Das heißt, die Nachfrage ist wesentlich größer als die Verfügbarkeit. Für uns ist das Ganze eigentlich ein Übergangsprodukt für dann weitere nachhaltigere Kraftstoffe oder Antriebstechniken. Liegt das Schiff im Hafen, könnte es Landstrom beziehen. Doch dann wird das Schiff komplett emissionsfrei durch Ökostrom versorgt. Bei unserem Besuch gibt es aber keine Energie aus der Steckdose. Denn in Hamburg gibt es nur einen einzigen Landstromanschluss und der ist besetzt. Weltweit gibt es nur 29 Häfen, die eine ökologische Landversorgung anbieten. Einen großen Hoffnungsträger gibt es da aber noch, tief unten im Bauch des Schiffes. Ja, das ist jetzt Premiere hier. Ihr seid das erste Kamerateam, das unseren großen Batterieraum hier sich mal angucken darf. Was hier verbaut wurde, ist weltweit einmalig. Das ist hier unser Batterieraum oder einer von 2. Wir haben 2 Stück mit jeweils einer Nennleistung von maximal 5000 Megawattstunden. Das ist das größte Batteriesystem, das aktuell auf Kreuzfahrtschiffen eingesetzt wird. Wir können hiermit das gesamte Schiff mit Strom versorgen. Das heißt, den Antrieb, die Beleuchtung, alles, was hier an Strom gebraucht wird, kann von hier versorgt werden. Was hält Sönke Diesener vom Umweltschutzverband von den technischen Neuerungen? AIDA macht einiges. Die gehen bei einigen Technologien tatsächlich auch Wagnisse ein, sind da Pioniere. Eine Batterie auf einem Schiff ist tatsächlich ökologisch sehr, sehr vorteilhaft. Selbst wenn die Ressourcen natürlich auch auf zum Teil fragwürdige Weise gewonnen werden, läuft eine Batterie auf dem Schiff den ganzen Tag und das ganze Jahr über. Das heißt, sie ist auch deutlich effizienter eingesetzt als zum Beispiel an Land in einem PKW, der nur wenige Stunden am Tag genutzt wird. Sie machen viele Dinge besser. Aber noch lange nicht auf allen Schiffen. Die meisten Schiffe bei Ihnen fahren immer noch mit Schweröl und das ist eigentlich unverantwortlich. Das Unternehmen hat sich auf den Weg gemacht. Aber
Es gibt nicht die eine allumfassende Lösung, sondern eine Kombination aus verschiedenen Technologien, die uns auf diesem Weg begleiten und die uns nachhaltiger machen dann für das Ziel 2030. Bis zum Ziel, ein komplett klimaneutrales Schiff, vergehen also noch einige Jahre. Noch gibt es keine klimaneutralen Kreuzfahrten. Wie bewertet der Umweltschutzverband das Versprechen? Fakt ist, dass sie Dinge ausprobieren. Sie investieren in fortschrittliche Technik, die Kreuzfahrt besser machen kann. Warten Sie noch 5 Jahre, dann gibt es ökologisch tragbare Kreuzfahrten im Angebot. So ist es versprochen und tatsächlich bin ich optimistisch, dass es klappt. Der Gigant macht also wirklich erste Schritte zu einer Kreuzfahrt ohne schlechtem Gewissen. Zur komplett klimaneutralen Reise hat er aber noch etwas Fahrt vor sich.